Dann in Phase 1. Und wir werden Sirenen natürlich bekommen. Man kennt die Mission ja inzwischen. Ich habe sie letztes Mal abgebrochen, weil es halt für die Truppe wirklich überhaupt nicht ging. Schon Mutanten im Team. Nein. In dem Sinne hast du ja auch keine... Ja, biologisch leicht angepasst. Ich habe einen übernommen mit Mutantenfähigkeiten. Aber eigentlich sind wir alle wieder mechanisch. Guten Abend, Sarulon. All set. Aber vielleicht habe ich einfach mehrere Sirenen und dafür keinen von diesen Bombenschmeißer, der mir immer so auf die Eier geht. Hostile spotted. Identifying target. Sehr gut. Und wieder weg. Deshalb habe ich die Willenskraftfähigkeit eingesetzt. Holding position. Oh mein Gott, Entschuldigung. Holding position. God bless you. Ach, ihr seid alle Kacke, ey. Ihr trefft nichts. Die Blood and Titan Erweiterung ist auch ganz okay. Also man muss jetzt nicht... Also es gibt eine neue Partei, es gibt einen neuen Queststrang, es gibt... Ja, Queststrang in Anführungsstrichen. Und es ist natürlich... Finde ich nicht so balanciert, wie man gedacht. Also, ja, ich fand es zwischendurch doch ein bisschen... Wenn du das nicht kennst, läufst du halt wieder voll in die Falle rein, ey. Von der Schwierigkeit her zu den Gegnern. Das ärgert mich so ein bisschen. Also doch ein dicker. Und es ist ein Wurmschmeißer, ne? Giftwurm hinter Leib. Der wird mich wieder so viel Aufmerksamkeit kosten. Und danke, Informant. Deine Gesundheit ist angekommen.
Identifying target. Durchschuss durch den Arm und dann in den Kopf rein. Das war eines Scharfschützen wirklich mal würdig. Ready to engage. Kill confirmed. I'll keep my eyes open. So, der kann sich schon mal rüber bewegen. Weil wir werden die Laserpistolen dann brauchen, wenn die Würmer hier rüber geschleudert werden. Tja, und was mache ich mit dir? Eigentlich müsstest du in die Nähe von dem Ding kommen. Also falls es eine Sirene gibt, bis jetzt ist noch nicht aufgetaucht. Holding position. Dann kommt die jetzt. Steal on target. Da ist die Sirene. Ha, und das ist noch eine. Und der ist einfach verblutet. Der wird einmal angeschossen jetzt. Das war der neue. Ready to fire. Threat eliminated. Ja, das war überhaupt nicht der Neue. Der Neue steht hier. Boah, den kann ich nicht desorientiert machen. Here goes. Let's get this done. Fährt die oben vielleicht dann runter? Na komm. Nein, aber der Kopf wurde deaktiviert von der. Here we go. Ach, das Loch ist 1 Zentimeter so weit vorne. Jetzt aber, Fallschaden. Und du bist einfach ein Versager.
Taking aim. Wegen dir muss jetzt der Sniper sein Leben riskieren. Five by five. Würmer. Der die Würmer jetzt kaputt schießen müsste. Geil! Zweimal Geisteskontrolle. Ich dachte, das haben die rausgenommen. Dass Sirenen mehr als eine Person kontrollieren können. Moving to coordinates. Ah ne, die hatten das gemacht, dass die Fähigkeit, also wirklich verschwindet, wenn du den Kopf kaputt machst. Aber wie gay ist das denn, weißt du? Die haben ja jetzt die übernommen, die zuständig dafür sind, die Würmer kaputt zu machen. Ja, und die bleiben jetzt eine Runde ja natürlich drin, ne? Der kommt nämlich jetzt raus und dann wird der bei der Gedankenkontrolle. Also, oh Gott sei Dank, die Sirenen sind in Panik. Wird aber von dem Wurm getötet. Weil der jetzt wieder als Feind gilt. Fällt dir nichts so ein zu so einer Scheiße. In Gedankenkontrolle hätte er eine Runde überleben können. Ich hoffe mal, der überlebt den einen. Ja, die eine Giftexplosion hat der überlebt. So, heil dich selbst. Dann übernimmst du zwei Würmer. That's a kill. That's a kill. Das war gar nicht mal so schlecht, vor allem weil der da unten immer noch in Panik ist und ihm seine Deckung zerstört wurde. Dann kann ich nämlich einmal mit der Laserpistole auf den. Ellbogenschuss. Versteck dich mal. Obwohl jetzt sieht's besser aus. Right there. Preparing to fire. Five by five. I'm here.
Tja, wenn ich jetzt ein Reparaturkit dabei hätte, könnte ich den Kopf reparieren. Keine Ahnung, warum der in Panik ist. Ach, wegen dem Virusinfekt, oder? Ah ne, das ist Trefferpunkt abgezogen. Dann weiß ich wirklich nicht, warum er in Panik ist. Ready to fire. Stirbt jetzt beim Rundenwechsel. 20 Blutung, 20 HP. Warum sieht er den da oben nicht? So, dann wollen wir mal weiter. Und irgendwie versuchen, das Vieh da hinten auszuschalten. Wo ich auch nicht viel zu nah rangehen darf, weil der ja stampfen kann. Leiche liegt im Weg, deshalb darf er es nicht sehen. Identifying target. Let's roll! Alles gut, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Da keiner am Verbluten oder sonst irgendwas. Todesmarkierung hebe ich mir auf für nächste Runde. Wenn du wieder halbwegs fit bist, kannst du auch mal eine Granate auf den schleudern. Was, wie wir sehen, ganz toll funktioniert. Gut, Blutung, Kopf. Moving out. Preparing to fire. Das war's wieder. Oh, jetzt will er abhauen. My head. I can't breathe. Ach, das Problem ist von den Würmer-Spucker immer, dass du, sag ich mal, im Optimalfall drei Schüsse verbrauchen muss. Oder eine Granate, dementsprechend wie die Würmer liegen.
Aber du brauchst halt einen Sniper und musst mit der Laserpistole die zerballern. Also verlierst du einen sehr starken Schuss pro Runde, bis du den halt erledigen kannst. I just wanted to pass on my personal thanks and congratulations to your operatives for their work at the base. Fortuna eruditis favit, as they say. Fortune favors the prepared mind. The intelligence we've retrieved is going to prove extremely helpful with all the projects we're working on. And the satellite control tech may one day help turn the tide of this war. This operation may have seemed like a small thing, but the devil's in the details, and so is God. Speaking of details, we'll now have to actually make all of this work with our hardware and software. We have limited resources, so we need our brightest and best focused on the job. It'll take time, but it'll be worth it in the end. You'll see. So, jetzt müsste ich alle Basen von denen sehen. Ja, es funktioniert richtig. Ach, da ist direkt ein Sniper. Und das ist eine Sache, glaube ich, die hat mich beim ersten Durchlauf nicht richtig funktioniert. Ah nee, stimmt, ich hab so eine Phase 1 Mission echt spät erst gemacht. Wir jetzt noch einen Sniper. Moment, Sirenenautopsie, da sind Materialien hinter und auch für den Giftwurm kriegen wir Materialien. Ach, Roman hat sogar auch schon eine Erweiterung. Warum auch immer das der Brechertorso ist. Juggernaut-Torso. Weil die Genauigkeit wird ja eigentlich durch den neuralen Torso verliehen. So. Kicken wir mal. Die kann ich eh verschrotten, die brauche ich nicht. Genauso wie die alten Sniper-Gewehre. Kannst du erstmal einen Cyclops nehmen. Bis andere Sachen fit sind. Und jetzt bitte irgendwas, wo ich auch Ressourcen bekomme für. Research complete. Scan complete. The New Jericho Haven is under attack. Das kann nur weit weg, das werde ich nicht schaffen. Research complete. I will destroy.
Natürlich wird New Jericho in Nordamerika am meisten sein, weil es einfach die Amis sind. Ich würde sagen, dass West auch einfach Ami ist. Ach shit, ich hab dir keine Pistole gegeben. Da war ja was. Ready to fire. Du hast diesen Rumpf mit dem Chamäleon-Effekt. Den müssen wir sofort wegschießen, damit du dich nicht unsichtbar machen kannst. Hier nehmen wir die Regenerationsfähigkeit. Okay, wir töten dich auch sofort. So, der Heavy muss nachladen. Da werden wir eine Granate da drüben reinschleudern. Kann ich von da hinten schießen, da ist zu viel Distanz. Wie zwar starke, aber schäbige Jericho-Waffe. Scheiße. Jetzt musst du von hier hinten schießen, ne? Weil die Waffe leer war. Mit der Granate wird das nicht funktionieren bis nach ganz nach da oben. Moving. Oh, Glück gehabt. Five by five. Holding position. Ich habe zwischendurch noch kurz überlegt, ob ich den zweimal schießen lasse für Willenskraft. Aber ich lasse es mal. Also er stirbt jetzt eh. Also an der Verblutung geht er drauf beim Rundenwechsel. Von den Treffersachen habe ich echt wirklich Glück.
Habe ich jetzt noch einen Schuss frei und muss den gar nicht... Oh, ich... Ne, man kann nicht um den Pfahl herumgehen. Man muss ja wirklich den Ausfallschritt selbst machen. So, gehst jetzt zurück. Jetzt müssen wir gucken, ob wir rausgehen können. Ey, cool. Geil. Wir müssen sogar in die Richtung, wo der Werfer ist. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Hallo Zocknaff. Ach, ein Hinterhalt, als wenn er jetzt erst alarmiert wäre. Du hast einen Säurewerfer. Der Schwierigkeitsgrad bei Phoenix Point zieht nur schnell an. Weil es fehlen einfach so ein paar Zwischengegner. Er ist einfach hoch irgendwann. Also irgendwann denkst du so, okay. What the fuck? Dann haben auch die ganzen Gegner plötzlich Panzerplatten dran. Ready to fire. Übrigens habe ich gesehen, dass die Wolkenentwickler die Tage einen Post gemacht haben, Wolzen, dass es noch einen vierten Akt geben wird. Merkt man ja auch am Ende, dass es eigentlich nicht das Ende ist. Timing. Aber wann genau der vierte Akt da kommt, ist auch nicht so bekannt. Das ist eben halt so. Abend, Libby. Preparing to fire. Ich habe übrigens auf der Distanz den Säurewerfer abgeschossen. Mit dem neuen Sniper, der noch nichts kann.
So, proof nur auf dem Fernseher, wo er hingehört. Hallo! Ich bin im Fernsehen! Ah. Sie hätten mir Wetten das geben sollen. Ich kann auch Frauen betatschen. Ich meine, ich kann auch Wetten abschließen. Oder Herzblatt TV. Und hier kommt dein Herzblatt. Harry Weinfurt. Yeah! Oh, Moment. Sogar ist schwul. Double time. Jeder kann das besser als Markus Lanz. Dashing ahead. Geil, man kann sich nun beim Hausarzt telefonisch maximal 7 Tage lang krank melden. Was für moderne Zeiten das doch sind. So, kriegst du noch ein bisschen EP für. Sind übrigens jetzt theoretisch gerade keine Feinde mehr da. Ich hoffe einfach, dass keine weiteren auf der Seite ankommen. Das war echt ein Lama-Hinterhalt. Also ich hatte zurzeit wegen Krise bei Ärzte keine Lust, mich in ein Wartezimmer zu setzen. Weißt du, welches Spiel lustig ist? Ja, weiß ich, das habe ich mal gespielt. Feinde, die rein, wie kann das sein? Ich habe sie zerschlagen. Hm.